Cash rules everything around me. Dollar dollar bill, y'all. Cash rules everything around me. Holla how you feel, dog. So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute ein nicht nur spannendes, sondern meiner Meinung nach eins der wichtigsten Themen überhaupt, nicht nur auf meinem Kanal, sondern insgesamt in der ganzen digitalen Welt. Ich habe wirklich die Verantwortung. Ich mache öfter mal ähnliche Videos, aber dieses Video muss einfach sein. Es ist entstanden aus einem Kommentar, der wieder mal kam, aber es gibt ganz, ganz viele solche Kommentare. Und zwar geht es heute um das Thema, glaubt bitte nicht alles, was ihr glauben wollt oder was euch irgendjemand sagt. Auch das, was ich sage, sollt ihr hinterfragen. Ganz wichtig, ich werde auch mich oder auch meine Aussagen, werde ich euch sagen, dass ihr auch nicht nur auf meine Meinung zählen sollt, wenn es darum geht, was ihr glauben sollt. Ganz kurz zurückschwenken. Letzte Woche hatte ich ein Mittwochsvideo gemacht, wo ich ein schönes Frühstück gemacht habe. Und da kam ein Kommentar, ich blende euch den ein, hier in unserem neuen Superstudio. Nein, aber hier kann ich ganz schön Sachen einblenden und so weiter, hier kann ich schön reden. Da kam ein Kommentar, ich weiß nicht genau, aber wie gesagt, ich blende euch den ein, ihr könnt euch auch durchlesen. Und dann stand irgendwie grob vom Inhalt, Simon, nach der ganzen Milchrückrufaktion müsstest du doch wissen, das sind dann auch immer die Kommentare, die so sehr von oben herab sind, so sehr arrogant, so, du müsstest doch wissen und es ist doch schon längst klar und jeder, der das nicht weiß, liest nicht oder ist blöd. Und das sind immer, ihr kennt alle diese Kommentare. Und das meine ich auch damit, das, was man glauben will. Leute versuchen das auch dann so stark immer zu wollen die Leute immer sehr, sehr stark so auf ihre Seite ziehen. Du müsstest doch wissen, dass Milch eindeutig krebsverursachend ist. Krebs verursacht doch Gift und Krebs verursacht ganz eindeutig Krebs. Das weiß doch schon längst jeder. Und dann habe ich einfach darauf geschrieben, weil diesen Kommentar fand ich einfach so typisch wieder, habe ich einfach geschrieben, dass es keine kausale Studie oder keine Studie gibt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Krebs gibt. Und dass doch da bitte dann was gezeigt wird. Dann hat einer drunter geschrieben, ja Simon, nach meiner Antwort, ja Simon, doch, das weiß ich auch schon längst. Und das ist, da ist wirklich so dieses, das weiß ich auch schon längst, ist doch schon längst klar. Und dann hat derjenige wieder geschrieben, ganz kurz, ich will auch gar nicht um Himmels Willen, Simon, hör auf, so, also wirklich wieder so dieses von oben herab und du hast doch gar keine Ahnung und blablabla und da irgendwie eine Studie verlinkt und ich habe mir die wirklich angeguckt und die zeigt eben keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt keinen, vielleicht ganz, ganz kurz. Es geht gar nicht um Milchthema, überhaupt nicht. Es geht insgesamt einfach um das Thema, dass man einfach nicht irgendwas da behaupten soll und dass ihr das nicht glauben sollt. Es gibt keine Studie, die zwischen Milchkonsum und, also man kann es auch gar nicht geben. Man müsste eine Gruppe nehmen, eine zweite Gruppe, der einen müsste man Milch geben, der andere keine Milch, am besten etwas, was ähnlich ist wie Milch, damit eben die nicht wissen, ob sie Milch bekommen oder nicht. Am besten eine Doppelblindstudie, wo auch die Studienleiter nicht wissen, welche Gruppe was bekommt. Und dann müsste man tatsächlich gucken, ob diejenigen mit Milch mehr zu Krebserkrankungen neigen. Dann wäre das ein kausaler Zusammenhang von Milch zu Krebs. Das gibt es nicht, es wird es auch nicht geben. Die Studie zum Beispiel war auch eine korrelative Studie, wo das überhaupt nicht rauskam. Viele werden jetzt auch sagen, und da hat er, glaube ich, auch drunter geschrieben, Simon, das sagst du ja nur, weil du deine Whey verkaufen willst und so weiter. Glaubt mir, ich schwöre euch, bei allem, was ich habe, ich bin der größte Whey-Konsument. Wenn ich wüsste, dass es einen Zusammenhang zwischen Krebs und Milch zum Beispiel gäbe, oder zum Beispiel, ich wäre der Erste, der Whey alles Tierische rausnehmen würde und nur noch veganes Protein machen würde. Ich bin kein, das meine ich auch mit, glaubt nicht das, was ihr glauben wollt, ich bin kein militanter Esst Fleisch. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass es Leute gibt, die würden das gerne glauben. Ich glaube ich sogar auch. Ich fände es vielleicht sogar ganz gut, wenn es so wäre, weil ich bin gegen hohen Fleischkonsum. Ich bin gegen Massentierhaltung. Ich möchte, dass das weniger wird. Ich möchte euch aufzeigen, dass es auch ohne Fleisch geht. Aber zu sagen, dass Whey schlecht ist oder dass Fleisch krebserregend ist oder Milch krebserregend ist einfach falsch. Ethisch können wir nicht drüber streiten. Es ist ethisch gesehen nicht gut, vielfach Tiere zu essen. Aber aus gesundheitlicher Sicht ist es falsch und es gibt keine Studie. Viele werden dann auch sagen, ja, aber Simon, kennst du die China Study nicht? Ich blende euch die mal wieder ein. Die China Study belegt eindeutig,
Krebs, Zusammenhang zwischen ganz, ganz vielen Zivilisationskrankheiten und Fleischkonsum und so weiter. So die Bibel der militanten Veganer, würde ich jetzt sagen. Bitte, das meine ich auch. Viele sagen dann, ja, aber hast du die China-Study? Die haben die selber nicht gelesen. Hätten sie die gelesen, wüssten sie, dass die China-Study keine Studie ist. Die China-Study, habe ich auch ein Video schon drüber gemacht. Die China-Study ist keine Studie. Es ist eine falsche. Und das könnt ihr bitte, und ich möchte dazu aufrufen, ihr sollt jetzt auch nicht mir einfach blind glauben, recherchiert und ihr werdet rausfinden, dass die China Study ein Buch ist, das die Zusammenhänge, die kausalen Zusammenhänge falsch darlegt. Die Daten werden falsch dargestellt. Gibt es zig Studien, die sich die Rohdaten genau angeschaut haben und es kommt einfach nicht das raus, was die Autoren in diesem Buch behaupten. Ihr könnt es nachlesen, sollt ihr sogar, ihr sollt mir nicht glauben. Ich bin jemand, der da völlig objektiv rangeht, absolut objektiv. Ich bin kein Veganer-Lager, der das sagen muss und ich bin auch nicht auf dem anderen Lager. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass es gefährlich ist, einfach Leuten zu glauben, nur weil sie da irgendwie was behaupten. Besonders sollt ihr vorsichtig sein bei Korrelationen, Zusammenhänge, die aber nicht kausal sind. Es gibt überall Korrelationen. Nehmen wir einfach mal eine Korrelation und deswegen, ich möchte auch hier bei diesem Thema eben ein bisschen Richtung Politik gehen, ein bisschen. How dare you? Ich weiß, Politik sollte man nicht anfassen, aber ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es solche Korrelationen gibt, aber ähnliche Korrelationen werden sehr häufig benutzt. Man sagt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal als Beispiel, in den Städten, wo mehr Polen leben, gibt es mehr Diebstähle. Und diese Korrelation kann es tatsächlich geben. Heißt es jetzt aber, dass die Polen ursächlich dafür verantwortlich sind, dass dort mehr geklaut wird? Nein, muss es nicht. Und eine Korrelation sagt nichts aus. Polen, es kann sein, dass einfach in Polen einfach häufiger dann in Großstädte wechseln, weil da vielleicht irgendwelche Unterkünfte für Polen sind. Als wir zum Beispiel aus Polen nach Deutschland gekommen sind, gab es auch Städte, wo einfach diese Notunterkünfte dann da waren. Und es kann sein, dass das Großstädte sind. Und dann kann einfach die Kriminalität zum Beispiel auf Großstädte zurückzuführen sein. Insgesamt, aber nicht auf die Polen. Genauso in diesem Ernährungsbereich. Wenn es gibt korrelative Studien, die zeigen, jemand, der rotes Fleisch isst, hat oder Leute mit mehr rotem Fleischkonsum neigen mehr zu irgendwelchen Krebserkrankungen. Das mag sein, aber es muss nicht am rotem Fleisch liegen. Es kann sein, dass die Leute, die rotes Fleisch essen, zum Beispiel jedes Mal dazu irgendwie Rotwein trinken. Und dann kann es am Rotwein, ich sage nicht, dass es am Rotwein liegt, kann es am Rotwein liegen. Oder dass die eher vielleicht nicht auf ihre Nahrung achten oder insgesamt einfach einen anderen Lebensstandard haben und und. Es kann so viele andere Faktoren geben, die mit dem roten Fleischkonsum irgendwie zusammenhängen, die dafür verantwortlich sind, aber es muss nicht das rote Fleisch sein. Genauso bei dem Milchkonsum. Es kann sein, dass es irgendwo eine Studie gibt, die zeigt, dass Leute mit Milchkonsum vielleicht mehr zu Krebs neigen. Aber dann muss es nicht an der Milch liegen. Für mich vielleicht einfach mal so, vielleicht in Ländern, in asiatischen Ländern, nehmen wir einfach mal an, wo weniger Milch getrunken wird, kann es sein, dass die Leute aber wesentlich gesünder essen, vielleicht wesentlich mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen und. Und das sind Faktoren, die eben dafür sorgen, dass weniger Krebs ausbricht. Dann liegt es aber nicht an der Milch, verflixt nochmal, bitte. Solche Behauptungen sind falsch und auch gefährlich, absolut gefährlich. Und ich möchte euch einfach ein bisschen geht weg von euren Gruppen. Ihr müsst objektiv an Dinge rangehen. Bei Politik, bei einfach, wenn irgendjemand irgendeine Falschmeldung ins Internet haut und ihr seid irgendwie, weiß nicht, in der Partei oder in der Gruppe oder ihr wollt das glauben, blappert das nicht einfach nach. Recherchiert und seid bitte offen für Gedanken. Wie gesagt, das mit den Polen. Solche Aussagen werden dann von irgendwelchen Parteien genommen. Hier ganz klare Korrelation, so ist es. Guckt mal die Polen. Und schon schürt es einfach Hass und es schürt einfach eben genau das, was dieser Kommentar auch so ein bisschen zeigt, dieses von oben herab, dieses, ha, du hast doch keine Ahnung, du bist, das ist einfach falsch. Es ist einfach, das schafft auch nicht und das verstehe ich auch nicht an diesen militanten Veganern, die dadurch, dass die sich so abschotten und hier, guck mal, ihr habt keine Ahnung, verhindern die Diskussion, verhindern die, dass man irgendwie zusammenkommt und dass man irgendwie zusammen versucht, insgesamt an der Problematik der Massentierhaltung zu arbeiten. Es ist so dumm, so zu sein, dass man da einfach sich da voll vor, weiß nicht, voll zumacht, vor insgesamt vor Objektivität, bei Parteien, bei allem anderen. Es ist einfach, ich kriege da einfach die Krise. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, dass es nicht nur etwas ist, was mich ärgert, sondern auch Dinge, die einen selbst betreffen, wo man
für zahlt. Wenn es zum Beispiel Homöopathie ist, zum Beispiel ein Beispiel, das mich auf die Palme bringt, auf die absolute Palme. Es gibt die Lager der Homöopathen, die einfach sagen, Homöopathie wirkt. Ich weiß es. Ich nehme es schon immer und ich habe es auch in meiner Familie, ich habe es in meinem Bekanntenkreis. Einfach Leute, die dann sagen, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, oh, nimm mal hier Annika oder so. Bitte, für alle Homöopathen, ich möchte mich darüber jetzt nicht lustig machen. Ich möchte euch einfach nur sagen, und das ist nicht meine Behauptung, Homöopathie hat über den Placebo-Effekt hinaus keine Wirkung. Keine. Das sage ich, vielleicht werde ich da jetzt, nein, es ist einfach so. Deswegen kann ich das auch sagen. Guckt euch bitte, ich verlinke euch das Video von dem Jan Böhmermann dazu. Es ist so genial, ob man Satire mag oder nicht. Aber das sind Fakten, das sind Fakten. Als Beispiel zum Beispiel, wenn ihr ein homöopathisches Mittel mit einem anderen, zwei Kügelchen schmeißt ihr zusammen. Und es gibt keine wissenschaftliche Methode auf der ganzen Welt, die euch sagen kann, was ist was. Es gibt keine Doppelblindstudie, die euch zeigen kann, dass das wirkt. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Und sich vor sowas zu verschließen, einfach zu sagen, nein, Ohren rein und zu sagen, nein, wirkt, ist für mich einfach absolut unverständlich. Und warum betrifft mich das? Könnt ihr jetzt sagen, ja, nehmt eure Kügelchen und freut euch. Nein. Ich bezahle es mit und ihr bezahlt es auch mit, indem wir eben Krankenkassenbeiträge zahlen. Wir zahlen dafür, dass zum Beispiel dann so etwas sozusagen verschrieben wird, was keine Wirkung hat. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt, nee, ich darf es ja sagen, können wir ja gerne versuchen. Nein, es ist nachgewiesenermaßen, es hat keine Wirkung bis auf den Placebo-Effekt und dass wir für sowas zahlen, betrifft uns alle. Dass zum Beispiel Hass geschürt wird, betrifft uns alle, dass einfach solche Falschaussagen getroffen werden, dass Milch krebserregend ist und das liest jemand und sagt, oh, das weiß ich nun gar nicht, das betrifft euch auch. Deswegen, wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, das Thema wirklich, mich macht das wahnsinnig, jemand sagt zum Beispiel irgendwie Seitheben macht die Schulter kaputt. Und dann gibt es vielleicht sogar eine Studie hier, die Leute, die Seitheben, haben häufiger Schulterschmerzen. Dass das aber einhergehen kann mit einem insgesamt falschen Training oder mit ganz vielen anderen Faktoren, das betrifft uns alle. Und solche Aussagen führen dann dazu, dass jemand vielleicht kein Seitheben macht. Oder dass jemand keine Milch mehr trinken, das wäre okay, aber einfach zu falschen Aussagen oder vielleicht dann jemand auch, der dann böse ist und dann sagt, ja guck mal hier, die China Study hat ja gesagt, aber hat die China Study nie gelesen oder hat auch nie verstanden, dass das einfach ein falsches Werk ist. Also, heutzutage wird so viel Blödsinn in den Medien erzählt als Fazit. Es gibt überall Falschaussagen, es gibt überall Dinge, die einfach behauptet werden, ganz besonders von Leuten, die eben sehr stark dabei wirken, die sehr, sehr entschlossen wirken. Können wir auch nochmal den Effekt besprechen, das ist auch ein psychologischer Effekt, wo die so total dahinter sind, auch im Bodybuilding-Bereich, die sagen, nein, weiß nicht, BCAAs, durch BCAAs habe ich Muskeln aufgebaut und ist einfach so. Alles hinterfragen, bitte, es gibt so viele Meldungen, auch das, was ich sage, ich versuche immer mit Argumenten und mit Studien und mit allen Belegen, die ich habe für meine Aussage, euch meine Aussage irgendwo zu begründen, aber auch das solltet ihr alles hinterfragen, wirklich schaut mal, ist das nicht Blödsinn, was derjenige sagt, ich hoffe, bei mir ist es nicht, ich mache es immer mit bestem Gewissen, aber ich könnte euch auch sagen, hier, ich habe irgendein Mittel, keine Ahnung, ich habe irgendein Gras getrocknet oder sowas und das führt zu mehr Muskelwachstum, Leute, ihr müsst was hinterfragen. Ihr könnt nicht nur, weil ihr mich vielleicht gut findet, sagen, oh, der Simon hat das gesagt, ich nehm's. Und nein, könnt ihr nicht. Alles hinterfragen, alles recherchieren. Internet bietet eben viele, viele positive Eigenschaften oder viele positive Möglichkeiten. Ihr könnt alles nachrecherchieren, zum Beispiel eben zur China Study, zum Beispiel zum Milchkonsum. Ihr könnt so eine Studie einfach mal durchpflücken und sehen, okay, Moment, da gibt's gar keinen kausalen Zusammenhang. Fragen, nachfragen, recherchieren, interessiert euch für Dinge oder interessiert euch nicht, aber dann plappert nicht einfach nach und dann bleibt einfach open, mit dem Geist, objektiv mit dem Geist und bitte nicht einfach nur, weil ihr gerne Veganer seid, einfach solche Sachen nachplappern oder irgendwie sowas. Ich werde wahnsinnig bei so einem Thema. Es ist so wichtig. Es ist so unglaublich wichtig, dass ihr nicht nur nachlaufende Schäfchen seid, sondern dass ihr euch wirklich mal ein bisschen in die Materie reinfuchst und nicht einfach irgendwas nachplappert. Super wichtiges Video. Bitte, bitte, bitte kommentiert. Bitte kommentiert konstruktiv. Ich wünsche mir eine konstruktive Kritik.
wenn ihr das anders seht mit dem Veganen und so weiter, bitte diskutiert, aber nicht von oben herab, nicht dieses, ach, guck mal, du hast doch keine Ahnung, jeder, der das sagt, ist dumm oder Blödsinn, Blödsinn. Zeigt Argumente, zeigt etwas, ich bin absolut offen. Wie gesagt, ich bin der Erste, der sofort das publik macht und alles, wenn es was gäbe, aber es gibt nichts. Es kann nichts geben, weil wenn wir die Milch auseinanderpflücken, da gibt es nichts, was krebserregend ist. Punkt. Wie gesagt, an der Stelle. Aber zu jedem Thema, das ist nicht nur um, es geht, egal. So, abonniert den Kanal. Bitte guckt dieses Video, verteilt dieses Video, verbreitet dieses Video. Das ist wichtiger, als ihr euch vorstellen könnt, besonders dieses ganze politische Thema und so weiter. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements, die ich selber nehme mit vollstem, bestem Gewissen. Body IP Nutrition, die beste Lamont BIP Wear. Bis dahin, euer Simon. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going hard.